Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloons Tower Defense 6. Heute holen wir uns einen neuen Helden und zwar habe ich mich immer noch nicht entschieden. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir werden... Ich weiß es nicht. Wir holen uns Etienne. Etienne, dann wollen wir mal. Uns fehlt hier noch was, und zwar halbe Penunsen. Miese Kiste. Alla. Halbes Geld. Digi. Was machen wir denn da? Ich würde mal sagen, wir basteln uns eher den erstmal zurecht, wa? Ich will mal gucken. Etienne, der soll ja ganz gut sein. Glaube ich, weiß ich nicht. Wenn irgendwelche Beschwerden sind, ne? Von wegen so, wie kannst du nur Etienne nehmen? Rassios. War das so schlau? Wir müssen hier wohl ein bisschen auf den schnellen Hasen gehen. Ich muss das ja wohl mal schaffen hier, ne? Also wohl mal, ist ja mein erster Versuch, aber ich habe ehrlich gesagt keine richtige Strategie. Außer Gewinn. Haha, lol. Oh, wenig Einkommen, wenig Einkommen. Aber es ist okay. Ja, nee, ist nicht so okay. Er ist mäßig. Ich hätte ihn doch besser hier hinstellen können, ne? Kann er hier, den und hier. Naja. Aber ich will Etienne haben. Ich bin neugierig. Ich weiß gar nicht, kann er was? Ich muss den doch upgraden hier. Oh. Ist ja Mist. Komm, wir machen mal einen easy Neustart und setzen den Kollegen hier hin. Und machen mal schnellere Schüsse direkt von Anfang an. Und dann lassen wir ihn mal laufen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle hier. Es könnte besser sein. Wir werden sehen. Das ist okay. Ja, ich glaube, das ist viel besser. Es wäre schon schön, wenn ich mehr Geld bekomme. Gut, dass ich Benjamin nicht mitgenommen habe. Benjamin ist zu teuer. Zu teuer dafür, ey. Ich hätte auch ein bisschen mogeln können, doppelt Geld anmachen, aber... Es gibt ja Leute, die haben ja auch recht, ne? Es ist dann kein Skill-Game, sondern einfach nur... Ja, normales Spiel halt, ne? Ist ja auch... Haben sie ja recht, muss ich ja zugeben. Auch wichtig, Fehler muss man zugeben können. So, der ist, ja, macht nichts. Das stört mich jetzt doch schon. Komm, 825, 100 fehlen dir noch, Budi. So, 75, schick. So, 50. Sehr gut. So. Alter. Der, wo setze ich den hin? Keine Ahnung. Setze ich den hier hin? Nee, ich setze ihn mal hier hin. So. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen. Drohnenschwarm. Etienne startet vorübergehend vier weitere Drohnen um Massage. Okay. Warte mal. Ich will mal gucken. Fliegt eine tödliche kleine. Okay. Etiennes Reichweite erhöht. Okay. Drohnenschwarm. Wie sieht's denn aus? Oh, Level. Oh. Und Level 7 schon 2. Oh. Da bin ich ja mal gespannt, ne?
Also Level 5. Level 5 ist das, was wir brauchen. Und danach Level... Ja gut, ne, ja klar. Jedes Level Up ist natürlich super. Gut. Ich habe irgendwie das starke Verlangen, hier hinten gleich ein Dingensen hinzusetzen. Ach meine, ich liebe es, wenn mir Worte nicht einfallen, ne? Das macht mich ja ein bisschen kirre. Hey, du Lümmel! Hey! Eyes on that exit. So. Alter, ein bisschen OP, oder? Oh, er ist Franzose. Oh, parlez-vous français? Ja, sichi. Okay. Eyes on that exit. Ja, ich sollte tatsächlich... Komm, wo ist er? Da. Nein, jetzt kommt... Lass das jetzt bitte. Danke. Oha. Oha. Level 7? Nee, noch Level 6. Ah, nicht schlecht. Der Bré ist gut. Das Einzige, wo ich vielleicht drauf achten sollte, da habe ich jetzt gar nicht so geguckt, ob der auch Bleibluns kaputt machen kann. Weil die könnten, Bleibluns könnten schrecklich werden. Habe ich, Moment, mach mal eben langsam hier. Boah. Hey. Das geht jetzt leider nicht anders. So. Mist. Das ist doch jetzt doof hier, oder nicht? Das ist doch jetzt... Wir gewonnen, so Zaron. Ja gut, komm, lass sie durch. Oh, merde. Zack, sehr gut. Alle Affen erhalten Blutenttarnungsfähigkeit, ist ja großartig. Nur er hier nicht, oder was? Ach nee, ich hab... Okay, nein, nein, ich sag nichts. Schon okay. Sind da sogar 5? Ich werd verrückt. Oh mein Gott, mir fällt jetzt erst auf... Ach du Heiliges! Wir sind ja schon bei Runde 35. Easy. Habe ich ein bisschen unterschätzt vielleicht, ne? Okay. Eyes on that exit. Ja, schade. Entschuldigt, Leute. Na, das ist jetzt suboptimal. Oh, j'entends, le. Ich glaube, das wird nichts gegen den, Swarm deployed.
Großer Fehler meinerseits. Das müssen wir nochmal machen. Neustart. Der Kollege kommt hierhin. Und der Kollege kommt dahin. So. Könnte ich hier ein bisschen Ja, könnte ich. Ich könnte mir einfach sowas hinstellen, aber das tue ich nicht. Es wäre ja zu einfach. Aber ich bin noch nicht begeistert von Etienne, ne? Also, Bleibluns? Kryptonit? Das, was ich auf jeden Fall ausprobieren kann, ist die der Ricochet. Ich glaube, das mache ich auch. Aber Etienne muss noch hier ein bisschen ich habe Vertrauen. Ich glaube, ich setze ihn gleich hier oben hin. Hier. Nee, ich möchte den hier mit einfangen. Oder? Ja. Ja, es sieht gut aus. Sieht gut aus. Kriegen wir hin. Langsam aber sicher. So, 75. Da sind wir wieder. Ich glaube, diesmal habe ich sogar eher geschafft als gerade eben. Wenn ich mich nicht irre. Müsste ich mir nochmal angucken. So. So. Hat er auf jeden Fall. Doch, hier ist gut, ne? Hier ist gut. Ready to fly. Ready to fly. Genau. Hier gehe ich da drauf. Also muss ich mal gucken. Damit sind die Bleibluns erstmal. Ui. Ja, es müsste eigentlich klappen, ne? Ja, Tarnbluns sind gleich. Sind sie gleich? So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber jetzt brauche ich noch irgendwas gegen die Moabs. Sniper Wino. Obwohl, es ist wenig Geld, was ich da bekomme, ne? Okay, ich muss es einfach ausprobieren. Wir gehen da drauf. So, Stärkste. Oui. Oh, oui, oui. Ich habe das
Gefühl, dass es besser läuft wie vorher. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber Level 9 kriegt er jetzt sicherlich nicht mehr hin. Ich bin gespannt. Jetzt kommt er nämlich, der Lümmel. Komm, 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 komm. Es wird doch noch was, oder? Jawohl! Jawohl! Geili! So, ich glaube, ich werde mich jetzt sehr doll auf tödliche Präzision konzentrieren. Hey. Da ist es. Hui. Yeah. Oh, Level 10 klingt auch gut. Was ich aber schwachsinnig finde, ist das. Kannst du 100 für ausgeben. Das ist einmalig. Ist doch bescheuert. Wer macht denn sowas? Naja. Naja. Wollen wir mal nicht so sein, ne? Vielleicht sollte ich mal meinen Finger auf der 1 halten, um den spontan hier unten zu aktivieren. 4800, okay. So. Objektiv. Sehr gut. Yeah. So, machen wir den nochmal. Und hier soll ich vielleicht noch reinbuttern. Weil wir wissen ja, wie stark der Armbrustwurfpfeil-Dude sein kann. Eine dritte Drohne, das ist natürlich fein. So, zack. Komm, wir setzen noch einen. Drone power. Ich bin schon bei 3, sehr gut. Drohnen-Upgrade erhöht Kraft zum Platzenlassen und Fluggeschwindigkeit. Ja, nett. Kann man machen. Runde 60, da bin ich. Ich bin gespannt. Da kommt der dicke Kollege. Okay, cool. Komm, machen wir nochmal den. Okay, der hält circa ein Viertel hier und dann. Warte, shootet der immer noch? Der fliegt ja immer noch hier rum. Fliegt der schon die ganze Zeit hier rum? Nee, oder? Yeah.
Oh, er rastet hier komplett aus. Geile Nummer, sag ich mal. Tracking MOAB. How must stop? Systems check. Etienne 20k, das ist gar nicht so wenig. Das ist okay. Das war. Bleiben ganz schön lange da, die Drohnen. Not bad, not bad. Drohnenschaden nimmt erheblich zu. Ja, nice. Mal gucken, gerade eben war er bis zu einem Viertel da. Ja, das war jetzt aber auch nicht viel mehr. Also, ja, ist reduziert, aber... Was kann er denn am Ende? Endgültig UZAV. Überwachungsdrohne wird endgültig zum UCAV. Nach Aktivierung ist sie kurze Zeit stärker und kann alle Balloonsarten platzen lassen. 4 Drohnen, Drohnenschaden. Alter Vater. Objektiv? Boah, den würde ich ja jetzt am liebsten auf Max-Level bringen, ne? Soll ich das in... Nein. Nein. Lass das. Mach das nicht. Du wirst dich ärgern. Du brauchst das Geld noch. Civil? Was? Die sind schon fix unterwegs, also... Komm. Das läuft. Das läuft hier. Sag mal. How it's done. Tracking komm. Raus mit den... Mit dem hier. Schön rumballern. Aber der will mich doch... Also... Ich fühle mich ein bisschen auf den Arm genommen. Und das ist... Das ist strong. Tracking MOAB. Tracking BFB. Machen wir mal den hier so. Ah, das ist nicht so stark. Oui? Oui? Oh, oui, oui? Oh. Aber 61.000 schon gekillt. Das ist besser als der Sniper. Wie sieht's bei dir aus? 71. Ja, der liefert gut ab. Komm. Adieu. Adieu. Tracking MOAB. Da kommen eine Menge Lümmels. Da kommen eine Menge Lümmels. Aber sieht noch gut aus. Jetzt wird's ein bisschen eklig. Komm. Er kann schon mal shooten. Oh, das war's. Alter, der hat ihn aber runtergerockt jetzt. Sehr gut. Ausgezeichnet. Wie sieht's eigentlich hier aus? Oh. Okay, enttäuschend. Aber gut. Etienne kann was werden. Bin ein bisschen... Ach, wie süß.
2500, ne? Ja, ja. Und was ist das? Oh, das ist ja niedlich. Ich will das haben. Jetzt. Geilo. Aber als nächstes werden wir, glaube ich, Psy. Eigentlich will ich ja alle freischalten, ne? Also, ich muss sagen, Geraldo, für mich Enttäuschung. Ich verstehe ihn nicht. Vielleicht muss ich mich damit nochmal auseinandersetzen. Etienne, lustiger Dude. Müssen wir mal gucken. Hey, übertreib nicht. Ja, wir gucken mal. Den gibt es ja auch noch hier, die, ne? Aber die könnten mal, die dürfen mal neue bringen. Ist ja ein bisschen... Den habe ich früher mal gehabt. Den fand ich gut. Mit dem Skin. Jetzt ist natürlich Benjamin. Benjamin bringt Penunzen. Ich liebe Penunzen. Den habe ich nie benutzt. Und Gwendolyn, ja, nur zwangsweise. Naja. Sorda haben wir ja auch noch. Oder Sauda, keine Ahnung. Naja. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Bloons Tower Defense 6. Bis dahin, habt einen schönen Tag, gehabt euch wohl und ciao, ciao.